Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. Meine Nase juckt. Immer bei BeamNG Drive. Nein, immer beim Aufnehmen juckt mein Nasenflügel. Naja, meine Stimme immer noch sehr angeschlagen. Ich weiß nicht, beziehungsweise nicht sehr angeschlagen, aber man hört schon, da kommt was. Da ist irgendwas im Anmarsch. Ich weiß noch nicht genau, was da passieren. Na, ich will nicht den endlosen Highway. Der ist irgendwie... Ich will gern... Ostküste, da gibt es auch eine lange Gerade, oder? Ich will halt gern, oder hier? Highway. Ja, machen wir doch hier. Gehen wir auf den Highway. Denn auf der anderen, auf unserem endlosen Highway... Oh, was war das? War ich gerade langsam. Krass. Stand dran, Codierung überlastet. Verrückt. Auf unserem endlosen Highway, da ist halt, ja, durch links und rechts, durch diese komische Mauer da, ja, ist so ein bisschen der Spaß getrübt, möchte ich mal sagen. Der Unfallspaß. Ja. Und wir warten, und wir warten, und wir warten. Er bildet Straßen. Hier, Building Roads. Wenn die Bremsen zu schwach sind, kannst du bessere Bremsbeläge in der Teileauswahl auswählen. Ja, da gibt es ja für jedes Auto auch noch unfassbar viele Möglichkeiten. Haben wir ja gesehen an den Rädern für diesen Anhänger. Ja. Ah, vielleicht tun deswegen manche Autos nicht. Das muss ich dann gleich mal ausprobieren. Wir hatten den alten Mercedes, glaube ich, der hatte keine Räder dran. Muss ich mal schauen, ob ich bei dem vielleicht einfach Räder auswählen kann und den dann so speichern kann. Wenn ich denn dann endlich mal auf die Autobahn dürfte. Ah, guck mal einer an. So. Mitten auf der Autobahn probiere ich mal. Wo war der denn? Hier. Der muss es gewesen sein. Der dann da ohne Räder. Der hat Räder. Hä? Aber der hat kein Getriebe. Zumindest kein richtiges. Aber ein geiles Interieur. Wenn auch etwas wackelig. Warum wackelt der so? Die Räder wackeln komisch. Sehr seltsam. Kann ich hier in die Teileauswahl? Fahrzeuganpassung. Haben wir hier Engine Transmission. Chevrolet Grand Marshal 5-Speed Transmission. Ah, okay, das ist alles von diesem Gavril-Dingens da. Pushbar. Rammbügel. Wo jetzt genau? Sieht man nicht. Okay. Wo war das? Ja, pushbar. Machen wir wieder weg.
nicht, dass das dann ja nicht funktioniert. Front Suspension. Front Wheels. Sport Front Wheels. Ah, okay, die sieht man nicht. Die normalen. Ja, okay, die gehen. So, ist das Getriebe jetzt besser? Nein. Was ist los mit dem Getriebe? Komisch. Warum wackelt der so? Ja, muss ich jetzt mal kurz was probieren. Was hat denn der für ein Schadensmodell? Oh, der hat eigentlich ein recht schickes Schadensmodell. Bis auf den Kühlergrill. Komisch, dass der jetzt so rumhüpft. Mal ein bisschen hier rumreißen. Ach, dieses Ding da hinten quietscht. Ich denke die ganze Zeit, was quietscht denn da? Okay, der war es also nicht, der ohne Räder kam. Wer war das? War der das? Kann das sein? Mal gucken. Nö, der hat Räder. Und die Türen von... Und auch die Automatik. Okay, boah, wenn ich das noch wüsste. Ah, ich glaube, der war's. Ja, der kam ohne Räder daher. Jetzt verpassen wir dem mal Räder und gucken mal, wie der sich so fährt. Wahrscheinlich Body. Front. Front Suspension. Front Wheel. MT. Nehmen wir mal ETK Sport. Das ist gut. 18x9. Oh ja, sehr gut. Und hinten Rear Suspension. Rear Wheels. Auch die ETK. Halt. Oh, wie hießen die? 5 Sport, 8x19. Okay. So, fährt der denn jetzt? Oh, cool. Der hat zwar innen drin keine Textur, was eigentlich schade ist, aber sieht sonst eigentlich ganz cool aus. Fährt sich auch einigermaßen gut. Hat aber, glaube ich, kein schönes Schadensmodell, nein. Vor allem der Lack sieht echt furchtbar aus. Gut, dann nehmen wir eben etwas, das einen Hänger ziehen kann. Also, das mit dem Volvo oder mit dem Ibishu? Hat der hier? Der hat keine Anhängerkupplung, ne? Der sah, glaube ich, auch nicht so schön aus. Gecrashed? Nein, der hat keine. Okay. Erstmal fahre ich hier aus der Wand raus. Der hat viel zu kleine Reifen. Nein. Dann nehmen wir lieber einen Originalwagen. Nee, pass auf.
So, wir nehmen den Roamer und da haben wir doch... Welcher ist denn das? Ist es der? Muss ich jetzt alle durchmachen? Der hat eine. Moment. Kann ich nicht dem anderen auch einfach eine verpassen? Warte mal. Ich kann doch hier alles rumbasteln, wie ich will eigentlich, oder? V8 Sport. So. Der hat jetzt keine. Und jetzt gehe ich her. Hier, Teilekatalog. Frame. Towhitch. Da haben wir es doch. Towhitch. Tada! Und da haben wir eine Anhängerkupplung. Sehr schön. Okay, dann fliegen wir in... sehr schnell. Oh, hier ein bisschen langsamer. So, wir fliegen mal hierher. Und da gibt es dann... Sollen wir es nochmal probieren? Wir probieren es nochmal. Mit dem Backtrailer. Ich nehme mal den Offroad vielleicht. Spawn New. Hat auch keine Reifen. So, jetzt mache ich hier mal maximale Höhe. Okay, das müsste die maximale Höhe sein, oder? Kann ich das auch so machen? Nö. Was ist denn das jetzt? Hä? Den können wir mal ausmachen hier. Okay, U. U kann man so runterlassen, wie man es braucht. Und Shift und U ist so hochlassen, wie man es braucht. So, dann probiere ich mal. Ich lasse ihn mal ganz runter. So, und dann gibt's Räder. Probieren wir es mal so. Front Suspension, Rear Suspension, Wheels. Entschuldigung. x5. Vielleicht brauche ich einfach größere. 15 Zoll. 15, 16. 16. Es sind halt einfach verdammt viele. Kuaki. Okay, ich fange mal hier oben an, dass ich nicht so weit rumscrollen muss. 13. Deep. Müssen die vielleicht deep sein? Zumindest spinnt er jetzt nicht so rum. Okay, ich versuche es hier auch mal mit diesen. 13x8, ne? Okay, und jetzt Shift und U. Nee. Und nur U. Okay, ganz runter. Ganz runter geht. Aber hoch geht nicht wirklich. Irgendwas blockiert da, glaube ich. Das sind irgendwie die falschen Räder. Ich muss mal schauen. Was müsste ich denn da... Achso, nee. Ja, das ist... Was muss ich denn da dann für Räder nehmen? Entschuldigung. Front Steel Wheels. Adler Basket Wave. Two-Tone. Interessant.
Okay, da gibt es keine großen. Autobello. 15. Volk 16. In Schwarz. Also zumindest dreht das sich schon mal. Nehme ich die hier auch mal. Hier, Volk 16 mal 7 in Schwarz. So, mal schauen, ob er jetzt hochgeht. Nee. Und runter. Aber warum geht er nicht mehr hoch? Ach, der hat hier Bremsleuchten sogar. Ist ja lustig. Na, was nehme ich denn dann? Komm, dann nehme ich kurzerhand einen anderen Hänger. Einen, der besser funktioniert. Der hier ist ja theoretisch auch für ein Auto, ne? Ein Flatbed. Loading Ramp? Oh. Ah, ja, guck mal. Da können wir auch ein Auto drauf packen. Okay, gut. Dann kuppeln wir den schon mal an. So, ein bisschen noch zurück. Zu weit. Gut. Attach all. Blub. Wunderbar. Gut, dann Motor wieder aus. Und wir fliegen noch ein Stückchen hierher. So, jetzt brauchen wir ein richtig schön schweres Fahrzeug. Einen richtig schönen, schweren Fettsack. Der müsste eigentlich am schwersten sein, oder? Er selber. Haben wir hier irgendwo? Hier haben wir Gewicht. 2,1 Tonnen. Okay, der wiegt 2,1 Tonnen. Mal schauen, was diese so wiegen. Wait. Ah, okay, hier 1,5. Einen Pickup vielleicht. Hier irgend so was Fettes. Ah, hier. 2,0, 2,2, 2,8. Okay, 2,8 Beast. Aber ist der? Der hat einen sehr langen Radstand. Der passt mir da doch gar nicht drauf, oder? Der wird da nie und nimmer drauf passen. Oh, der ist sogar 2,9. Boah. Ja, aber der passt da nicht drauf. Never ever. Vielleicht ist diese alte Kiste hier schön schwer. 1,7, 1,7, 1,8. Nein, das ist zu wenig. Ah, ja, ja. Was nehmen wir denn? 2,4, 2,3, 2,3, 2,1, 2,3. Der ist eigentlich der schwerste. Mal gucken, ob der überhaupt drauf passt. Denn das könnte auch eng werden. Alter, geht er ab. Okay, jetzt lass mal schauen. So, ich stehe mal. Ich guck mal von vorn. Ja, hier so. Ja. Schön langsam. Oh. Oh, wir können da
Nein, wir kommen da nicht durch. Kann ich die Dinger wegmachen? Gehe ich gerade mal... Jetzt bin ich... Ja, jetzt bin ich auf dem. Teilekatalog. Fender. License Plate. Hat er gar keine. EU License Plate, so. Suspension. Leaf Springs. Brake. Brakes nehmen wir mal raus. So. Aber diesen Stab. Ach so, die sind von der Ramp Door. MT? Ne. Das ist nix. Ist der jetzt abgekoppelt wieder? Ja, der ist wieder abgekoppelt. Das ist blöd. Also, wir attachen all. Gut, sind wir wieder dran. So, das da wieder runterlassen. Okay, dann das heißt, wir kommen mit dem nicht drauf. Der ist zu breit. So, das heißt, wir brauchen hierfür was anderes Schweres. Ist er das? Hey, was habe ich denn jetzt? Ach, das ist der hier. Okay. Hoch, abgewürgt. Halt, nicht losfahren. Was ist da los? Okay, gut, das heißt, wir brauchen für den einen Ersatz. Was Kleines, das schwer ist. Was haben wir denn Kleines, was schwer ist? So ein vielleicht, aber da die sind ja nicht schwer. 1,4 Tonnen. Naja, nehmen wir mal so ein. Mal schauen, ob der drauf geht. Huch, wo kommt der denn raus? So. Geiler Sound. So, und ob der drauf passt, meine Freunde, das erfahren wir leider erst morgen in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Time to Play. Hier bei BeamNG Drive. Und dann gibt's auch endlich mal Action. Versprochen. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.